Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich den Auftrag heute, auf eine Wand eine Fleckspachtelung durchzuführen. Und dafür habe ich die Wand vorbereitet. Ich habe sie gespachtelt, ich habe sie geschliffen, ich habe sie grundiert. Und dann bin ich an den Rändern nochmal mit Weiß nachgegangen, damit wir einen weißen Rahmen ringsherum machen, damit es einfach optisch besser aussieht. Bei der Fleckspachtelung werden wir die Farbe an der Wand spachteln in Form von Inseln bzw. von Flecken. Das heißt, wir werden 3, 4, höchstens 5 Arbeitsschritte machen und bei jedem Arbeitsschritt werden wir unsere Farbe, die wir angemischt haben, in Flecken drauf spachteln. Am Ende wird es mit der venezianischen Glättkelle verpresst. Legen wir los und mischen unseren Farbton an. Wichtigster Trick ist immer, die Farbwanne abzukleben, damit wir die öfter benutzen können. Ganz wichtig, ihr könnt jede Dispersionsfarbe nehmen, die ihr möchtet. Ich nehme jetzt ein ganz normales Weiß und töne das mit ein bisschen Abtönpaste in Schwarz ab, damit das ein schönes Grau ergibt. Jetzt, wo wir die Farbe angemischt haben, nehmen wir einmal einen Heber und einmal eine venezianische Glättkelle zum Auftragen. Die venezianische Glättkelle brauchen wir dann später auch nochmal, um die Farbe zu verpressen. Dadurch bekommt man einen Glanzgrad hin und man sieht auch noch feine Konjunkturen der Flecke bzw. Inseln und es wird noch intensiver. Wie ihr sehen könnt, spachtel ich einfach wahllos drauf los. Ich habe nicht irgendein Muster oder mir irgendeine Idee, wie ich spachtle, sondern einfach nur drauf los spachteln. Je unüberlegter man es spachtelt, desto besser und natürlicher sieht es aus. So, die Farbe ist jetzt getrocknet und jetzt geht's auf zum zweiten Arbeitsgang. Let's go! Das lassen wir jetzt trocknen und dann geht's auf zum dritten Arbeitsgang. Wir lassen das jetzt trocknen und dann werde ich nochmal mit meiner zweiten angemischten Farbe, die jetzt auch reicht, nochmal drüber gehen. Dann wird noch verpresst und dann seht ihr das Endergebnis. Beim letzten Arbeitsgang keine Inseln mehr auftragen, sondern überall einmal komplett drüber. Verpressen machen wir mit der venezianischen Glättkelle hier und durch das Verpressen verdichtet sich die Farbe, es entsteht ein Glanz und die Konjunkturen der Fleckspachtelung kommen noch besser hervor. Das Wichtige beim Verpressen ist, dass wir die Kelle
anhalten und aber nicht so hier, sondern schön fast richtig zur Wand halten und dann richtig Druck aufbauen und dann alles einmal verpressen. Gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten verabschiede ich mich für heute. Macht's gut, euer Maler PayJay. Haut rein, ciao!